Verstanden. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. Zurück aus der mini kleinen Sommerpause. Alle frisch und vital wieder an der Stelle. Zum Beispiel unser lieber Chris Debski, unser Partner in der Online-Akademie der Hofreitschule und selber Betreiber einer Online-Akademie mit Namen Pferde gesund bewegen. Einen schönen guten Abend. Ja, und von mir aus auch einen schönen guten Abend. Mein Name ist Wolfgang Krischke und neben mir sitzt Christine Krischke, die Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule. Und wir werden uns heute Abend mal mit einem ganz anderen Thema beschäftigen, nämlich... Wer erzieht wen und was machen wir, wenn gar nichts mehr geht? Und tatsächlich sind da gar nicht so viele Fragen gestellt worden, wie wir es sonst immer haben. Meist sind wir so zwischen 5 und 6 Seiten. Es sind heute mal nur 3 Seiten, also wenn wir diese schlappen 20 Minuten, die wir ja sonst immer nur machen, weit unterschreiten. Ja, ganz sicher. Ja, klar. Auf geht's. Lass uns beginnen mit der Frage von Caroline Kropp. Was genau versteht ihr unter Erziehung? Welche Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten seht ihr zu Konditionierung, Lernverhalten und Training? Ich keins. Das geht alles unter dem Begriff Erziehung für mich. Konditionierung, Lernverhalten, Training. Wir erziehen ja das Pferd zu uns, hoffentlich einem angenehmen Partner. Und das macht man über Konditionierung. Das Konditionierung funktioniert über Lernverhalten. Ja, ja, also letztendlich ist, durch Wiederholung im Training. Ja, genau. Und konditionieren ist ja sämtliches Lernen. Also ob du aus positiven Konsequenzen oder negativen Konsequenzen lernst, das ist immer Konditionieren. Ja. Also welche Art von Verstärker man da einsetzt, dass es schneller geht, ob du etwas Unangenehmes wegnimmst, um zu belohnen oder etwas Angenehmes hinzufügst oder etwas Unangenehmes hinzufügst, ist ganz egal. Es ist alles Erziehung. Und so Erziehung ist halt so ein teilweise negativ besetzter Begriff heutzutage, da kommen wir ja gleich auch noch zu, dass die Leute halt immer darunter dann halt eben auch etwas Negatives verstehen. Man erzieht. Es hat irgendwie so einen kleinen faden Beigeschmack von Züchtigung. Katholisches Nonneninternat, ne? Aber da finde ich den Namen Dressieren aber dann noch negativer als Erziehen. Auf Französisch ist der, glaube ich, gar nicht so schlimm, ne? Der heißt einfach nur in die richtige Haltung bringen, ne? Na gut. Wenn man das mit einem Salat macht, wenn man Essig und Öl drauf gießt. Das ist auch passieren, ja, okay. Dressen, ja. Ein Dressing. Ja. Sicherlich hat das alles den gleichen Wortstamm, weil man etwas in die Form bringt, in der man es gerne haben möchte. Den Salat eben lecker und das Pferd eben freundlich und gewahrsam und rittig. Katrin möchte, genauso wie Sven-Erik Gondlach, was über die alten Meister wissen. Hatten die alten Meister gewisse Erziehungsmethoden, Maßnahmen und Methoden? Was war ihnen wichtig? Was war ihnen egal? Würde man heutzutage vielleicht entsetzt den Kopf schütteln über Dinge, die damals üblich waren? Und der Sven, der fragt, inwiefern hat sich der Erziehungsgedanke bei Pferden historisch gewandelt? Hat man früher sein Pferd auch erzogen? Machen wir uns heute zu viele Gedanken? Also, in der Zeit der alten italienischen Schule war es ganz wichtig, dass ein Pferd dem Menschen vertraut, Verantwortung trägt für das Team Mensch-Pferd. Also das war kriegsentscheidend im wahrsten Sinne des Wortes. Wer besser reiten konnte und mehr mit seinem Pferd harmonierte, der hat überlebt. Und der andere, am anderen Ende der Lanze, des Schwertes oder des Spießes, der nicht so gut reiten konnte, der ist gestorben. Sein Pferd wahrscheinlich auch. Insofern hatte es ein ganz ich denke, da hat gar keiner dran gezweifelt, dass ein Pferd erzogen sein muss. Und dann kam eine Phase, in der die Menschen dachten, dass man die gesamte Tierwelt, dass das so Automaten sind, so beinahe Maschinen in der Industrialisierung. Also Ende 18. Jahrhundert, da gab es so ein paar Leute, die haben sich verstiegen zur Erklärung, die ein Tier und demnach auch das Pferd wie eine Maschine innerhalb kürzester Zeit mit bestimmten Methoden
nutzbar gemacht haben. Also ein Beispiel ist der François Boucher, der gesagt hat, dass er in 183 Tagen einen Rekruten, der noch nie geritten hat, und ein Junge, eine Remonte, ungeritten, in 183 Tagen zum Kriegsdienst fertig ausbilden kann. Und das hat er mit bestimmten Manipulationen, eben auch im Stand viel, durchgezogen. Und das war so der Zeitgedanke damals. Hat der die Pferde dann erzogen in der Zeit? Oder hat er sie nur verbogen? Nein, der hat genauso erzogen. Du erziehst ja durch das Biegen auch. Eben. Also die Erziehung, solange ich mich auf ein Tier kriegsentscheidend, lebensentscheidend verlassen muss, ist es keine Frage, ob ich den erziehe oder nicht. Es gab ja auch so einen Ausspruch, dass also ein ungehorsames Pferd ist quasi schlimmer als ein Deserteur. Xenophon. Also quasi der schlimmste Feind, ganz den genau haben kann. Und ich glaube also, was man auf jeden Fall sagen kann, in der Zeit, wo man tatsächlich mit der Waffe 1-1 auf dem Pferd unterwegs war, ja, du musst spicken, ne? Ja, ich muss mal meinen Buch spicken. Da konnte ich mir natürlich so ein Kadavergehorsam-Pferd eigentlich nicht erlauben, weil das musste ja mitdenken. Also Wolfgang wird das sicherlich besser noch beurteilen können, aber ein Pferd, mit dem ich fechte, muss ja gewisserweise auch nochmal auf das Pferd achten, mit dem mit dem der Gegner unterwegs ist. Also wo tritt's Pferd hin und wie bin ich da unterwegs? Also ein Stück weit ist das ja nicht nur der Reiter, der da unterwegs ist, sondern ja, das Pferd auch. Zwei lebendige Beispiele. Das eine ist das Stierkampfpferd. Ist nicht jedermanns Sache, sich so etwas mal anzuschauen. Nur wenn wir da in der oberen Liga mal gucken, zu welchen Dingen Pferde in der Lage sind zu tun und nebenbei auch noch schick auszusehen, das ist ja eine andere Sache. Aber wenn wir nach Nordamerika gehen oder auch Südamerika gehen und schauen mal Arbeitspferde, Roping-Pferde, die auf einer Ranch arbeiten, die sowohl Rinder aussortieren als auch nachher am Strick halten. Und am Strick halten heißt es zum Beispiel, die Kuh ist gefangen oder das Kalb ist gefangen, der Reiter geht vom Sattel runter, das Lasso ist am Horn festgemacht und das Pferd hält dieses Lasso immer auf einer Spannung, aber so, dass das Kalb nicht abgewürgt ist, aber dass es auch nicht aus der Schlinge rauskommt. Das macht das Pferd, das ist erlernt, wie stark das Lasso gespannt werden muss, damit der Kaube am Boden eine Ohrmarke setzen kann oder was auch immer an dem Tier manipuliert werden muss, an der Kuh. Ja, und kastrieren oder wie auch immer. Naja, spielt ja keine Rolle, aber das Pferd hat eine hohe Verantwortung. Es könnte, wenn es zu doll zieht, das Kalb abwürgen und wenn es loslässt, haut es ab. Und das ist, die wissen ganz genau, was sie tun müssen. Wahnsinnig kooperativ, diese Pferde. Rückgefährt. Ja, und die stellen sich auch immer in Richtung. Also, wenn das Lasso gespannt ist, dann wird das nicht zur Seite vom Sattel weggespannt, sondern das Pferd dreht sich immer in Richtung, dass es praktisch mit dem Kopf am Lasso wie an einem Pfeil vorbeiguckt. Das ist hochinteressant, wie kooperativ die sind. Ja, Rückgefährte, das Gleiche. Mhm. Ich wollte noch was ergänzen, weil wir gerade sagten, also was ist denen denn besonders wichtig gewesen? Ich glaube, also stehen bleiben ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Was sich kaum jemand vorstellen kann. Aber wenn ich jetzt ein Kutschpferd nehme und da einfach mal zurückdenke, die mussten einfach dann stehen bleiben, wenn sie stehen bleiben sollten. Ja. Oder die Rennpferde, also wenn da jetzt ein Cowboy vom Sattel runter ist und was an der Kuh zu tun hat, dann muss das Pferd stehen bleiben. Es wäre fatal, wenn es abbauen würde. Umdrehen und abbauen und nach Hause gehen. Nach Hause laufen ist der Kuh. Bis er 15 Meilen von zu Hause weg ist, dann war es vorbei mit dem Arbeitstag, ja. Ja, ich glaube also, dass viele Sachen in der Vergangenheit natürlich auch jetzt, was alte Meister angeht, viele sind natürlich Korrekturbeschreibungen, die wir auch haben, wenn also Pferde wirklich bestimmte Korrekturen haben, Pferde, die nicht ins Wasser gegangen sind oder sich im Wasser hinlegen wollten, einfach so, ne, weil es gerade Spaß macht. Solche Dinge, die sind natürlich beschrieben. Vieles andere ist so, glaube ich, einfach normal gewesen, wie bestimmte Lektionen, auch Galoppwechsel oder so etwas, ist ja gar nicht so sehr beschrieben bei den alten Meistern, weil man es einfach gemacht hat. Ja, und ähnlich ist es mit den Erziehungsmaßnahmen, glaube ich, bei der Grunderziehung auch. Die Pferde hatten ein gewisses Selbstverständnis in dem, was gemacht werden sollte. Und ich glaube, da ist heutzutage auch ein bisschen der Unterschied, dass man einfach gewisse Sachen vorausgesetzt hat und einfach gemacht hat. Die sind im Ablauf so drin gewesen, die hätte man nie in Frage gestellt.
Und das ist eher so ein geregelter Ablauf, wenn ein Pferd von klein auf etwas lernt, was selbstverständlich für denjenigen ist, der es macht, dann ist es eine Prägung, die natürlich auch eine erzieherische Maßnahme ist, aber da schwingt nicht dieser Züchtigungsgedanke mit drin. Ich Weil sage wenn ich allein das jemanden habe, der ein Aufschreiben. gewisses inneres Bild hat und ein gewisses Selbstverständnis hat und stehen bleibt, und du hast es ja vorhin, als wir vor der Sprechstunde gesprochen haben, Pferd, wo jemand dazu kommt, der einfach einen ganz anderen Ruhepuls hat, weil er selbstverständlicher mit dem Pferd umgeht, dann fährt so ein Pferd halt eben auch viel schneller runter und dann sind Dinge auch selbstverständlich, wie zum Beispiel stehen bleiben. Ich habe das auch öfter, wenn ich zu Pferden komme, die ich behandeln soll. Dann sagen die Leute immer noch ganz kurz, als boah, wie ruhig der ist. Das kenne ich so gar nicht. Aber weil dann ein ganz anderer Ablauf drin ist, vielleicht auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Ja. Ich mache mal weiter mit der Laura Sophie von Gersdorf. Die Ausbildung soll das Pferd gehorsam machen. Sollte das Pferd nicht auch vielleicht den versehentlich unsanften Reiter zu einer sanfteren Einwirkung erziehen? Wie viel Mitspracherecht hat das Pferd? Das ist eine tolle Frage. Das Pferd, das den Reiter dazu erzieht, sanfter zu werden, das habe ich so richtig toll noch nicht kennengelernt. Es gibt nur Pferde, die einfach sagen, ich mache bei der Methode nicht mit. Und dann sucht sich das Pferd vielleicht Hilfe, weil es unreitbar wird. Dann muss da irgendein Trainer dazu kommen. Aber ein Pferd erzieht einen Reiter eher weniger. Die meisten sind leider so duldsam, dass sie diese ganzen Fehler hinnehmen. Und erst dann, wenn alles schiefgegangen ist, entsteht das große Chaos. Dann dazu nochmal Karin Tillisch. Wenn das Pferd den Menschen durch sein Verhalten dazu bringt, sich zu reflektieren und etwas zu verändern, hat es ihn dann nicht ein Stück weit erzogen? Ist es nicht auch in der Herde die Aufgabe der hinteren Ränge, ab und zu nachzufragen, ob der Chef da wirklich ernsthaft weiß, was er macht und somit den Chef zu einem guten Chef zu erziehen? Dazu brauchst du hinten in der Herde Tiere, die das gleiche Verhalten haben wie die vorne, die das nämlich verstehen, was die vorne meinen. Und leider ist es in der Kombination Pferd-Mensch häufig von einem Riesenunverständnis geprägt. Leider wissen viele Leute nicht, was sie tun mit ihren Pferden. Das muss ich einfach so sagen. Und die Pferde deshalb auch zum Teil Dinge tun, die ihre Reiter oder Besitzer dann auch nicht verstehen, die aber vollkommen normal sind. Ein Pferd agiert nur auf das, was wir aus ihm machen. Und das sind meistens sogar nur Gedankengänge. Dafür muss ich nicht mal körperlich etwas tun. Wie schafft ihr den Balanceakt zwischen Chef sein, dem sein Mitarbeiter Pferd sagen darf, dass er auf dem Holzweg ist, damit es allen in der Firma besser geht, und Chef bleiben, dem sein Mitarbeiter Pferd nicht auf der Nase rumtanzt oder gar vom Chefsessel schubst und den Laden selber übernimmt? Also zu Anfang lasse ich mich kein Millimeter schubsen. Das muss ich wirklich sagen. Es baut sich natürlich eine Beziehung auf mit einem Pferd. Aber zu Anfang, wenn wir einander kennenlernen, ist es in meinem Dafürhalten unabdingbar, dass ich sage, wo es lang geht. Und das mache ich mit jeder Faser meines Körpers, dass ich also, wenn das Pferd mich schubsen will, nicht etwa so ein Schrittchen zurückgehe, sondern stehe wie ein Baum. Ne? Also ich weiche nicht. Wer bewegt wen? Dieses berühmte Spiel, von dem wir immer wieder sprechen, fängt ja schon im ganz Kleinen an. Und damit fragt ja das Pferd so, was kann ich mit dir machen? Bist ein bisschen schwach? Ne? Also darf ich die Ansage machen? Also ich würde gern. Schubs, schubs. Wohingegen ich mit dem Pferd, das ich also schon 5 Jahre kenne und mit dem ich ganz intensiv zusammenlebe, der darf mich schubsen. Weil er genau weiß, dass ich ihm dass das ein Privileg ist, dass ich ihm das erlaube. Und ich kann es ihm jederzeit untersagen, und zwar schon durch ein Gegenhalten. Also welche Privilegien man dann gibt. Ich mache mir eine Notiz, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, auf den Post. Okay. So, also zu Anfang kein Millimeter und später jeder, wie es will. Anobi Triet. Wie seht ihr es, wenn ein Pferd nicht mit den Mitteln eurer Wahl eine Lektion lernt?
körperliche Einschränkungen jetzt mal ausgeschlossen. Wie geht ihr vor und stellt ihr euer Vorgehen dann auch mal um? Oder macht es zum Beispiel bei, ganz anders bei einem Pferd? Ja, das ist ganz typisch für uns. Wobei wir fast immer abrüsten. Also davon ausgehen, dass wenn ein Pferd die Aufgabenstellung, die wir jetzt geben, für die und die Lektion, wenn das nicht verstanden wird, also nicht angeboten wird, dann geht man nochmal einen Schritt zurück und macht eine dahingehend aufbauende Übung oder rüstet ab, also macht weniger invasive. Du kannst das, du kannst das nicht mit einer Methode arbeiten. Du hast Pferde, die sind super sensibel, da musst du ganz anders vorgehen als einen, der dich den ganzen Tag rausfordert und dir ständig in die Jacke schnappt und dich schubst und dir auf den Fuß tritt und dir zu nahe tritt. Das ist ein völlig anderer Pferdetyp als der, der sagt, komm mir nicht zu nahe, ich habe Angst, ich renne weg und was weiß ich. Oder was ich jetzt gerade habe, ich habe gerade ein aggressives Pferd hier, da kommst du zu nahe, dann sagt er noch einen Schritt und dir fehlt ein Finger oder der Arm. Ja. Ja? Und da, nein, das geht leider nicht mit einer Methode, ganz im Gegenteil. Ein erfahrener Trainer, der muss von einer Situation zur anderen entscheiden, was er jetzt tut. Und nicht von einem Pferd zum anderen. Jo. Ja, genau. Das ist mein Gedanke, der die ganze Zeit schon mit mir so rumschwirrt. Das, was du gesagt hast, ein erfahrener Trainer und du hast gerade Pferde da und so weiter. Ich mich mal so auf die andere Seite schlage des Bildschirms, dann ist es ja leider so, die meisten Leute haben dieses eine Pferd und es ist das erste oder das zweite Pferd, mit dem sie überhaupt zu tun haben. Vielleicht kennen sie noch eins in der Reitschule, was sie vorher mal irgendwie oder Reitbeteiligung oder was auch immer. Ich glaube, den meisten Menschen, da schließe ich mich mal mit ein, die haben nicht so viel Erfahrung mit Pferden wie ihr, haben nicht so viele Pferde um sich oder auch dann noch halt, die verkauft werden und dann kommen neue dazu und so weiter über so viele Jahre, sodass man diese verschiedenen Charaktere auch überhaupt wahrnehmen kann. So, man hat so Schema X und dann sucht man sich auch noch Reitlehre oder ich sag mal, Idee X oder Horsemanship oder blau-gelbe Gassen, sonst irgendwas. Alles gute Ideen, aber man versucht diesen einen Weg nun durchzuziehen und weiß aber gar nicht so wirklich, was habe ich denn jetzt da vor mir und welches Werkzeug würde denn jetzt jemand nehmen, so wie ihr? Ich glaube, das ist das größte Problem für die meisten Leute. Und dann suchen sie nach erzieherischen Maßnahmen und suchen sich jetzt ein Werkzeug, was sie selber gar nicht beherrschen, raus aus diesem ganzen Köcher. Und fangen dann an und begeben sich auf den Weg von Trial and Error. Und erziehen dabei aber auch dann wieder in irgendeine Richtung. Ja, manchmal geht es ja auch ganz gut. Also wenn jemand dann wirklich sagt, okay, ich ziehe die Methode jetzt durch und hat ein bisschen Geduld, um die Methode kennenzulernen, ist ja häufig, dass auch das Ergebnis ganz adäquat ist. Das muss ja nicht heißen, dass es nicht gut ist. Es gibt verschiedene Methoden und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Bleibt erstmal einer Linie treu und wenn das dann einigermaßen funktioniert hat, dann kann man ja sagen, ich nehme noch ein paar Bausteinchen aus anderen Methoden dazu. Na, es gibt Trainer, die suchen sich den Weg, der ihnen prompt den größten Widerstand bietet, mit dem sie ihre Dominanz, ihr Durchsetzungsvermögen dem Pferd am effektivsten und am einprägsamsten demonstrieren können, um danach die Widersetzlichkeit des Pferdes komplett erstickt zu haben. Also es gibt Leute, die bekommen ein neues Pferd und die üben mit dem erstmal hobbeln. Das heißt, die Füße fesseln. Und dann beschmeißen sie die mit Bällen oder Stoffsäcken oder sowas. Und da lernt das Pferd erlernte Hilflosigkeit und lernt aufzugeben und sich nicht mehr zu widersetzen. Es gibt solche Trainer. Und dann gibt es Trainer, die ganz anders daran gehen und die Pferde aus der erlernten Hilflosigkeit, die sie bislang in ihrem Leben schon erlebt haben, rauskitzeln wollen und Dinge tun, die das Pferd nicht kannte, wo es aber Initiative und Verhalten zeigen darf. Die einen schalten das Hirn ab. Das ist unsere Methode. Und die anderen wollen das Hirn anschalten. Genau, wir schalten das Hirn an. Ja. Genau, wir wollen, dass das Pferd Verhalten zeigt, dass wir in einen Dialog kommen, dass ich also etwas tue und das Pferd auch etwas tut, also dass das ein Dialog wird. Stephen Berg ist der Einzige, der von euch auf diesen Beisatz, was tun, wenn gar nichts mehr geht, eingegangen ist. Wenn gar nichts mehr geht, bedeutet das für mich,
absteigen und gehen. Einmal tief Luft holen und überlegen, woran es lag. Oft findet man ja dann einen neuen Ansatz. Hattet ihr schon Pferde, bei denen euch alle Ideen ausgegangen sind? Ja. Ja. Aber dann gibt es ja auch noch Kollegen, mit denen man auch mal sprechen kann. Und die eine oder der andere hat auch noch einen Tipp. Man ist ja nicht allwissend. Ja, oder eben Methoden, die man ablehnt. Ne? Ja. Also wenn die einzige Alternative ist, das Tier schwer zu züchtigen, wollen wir nicht. Morgen da. Naja, zumal wenn du mit Hengsten umgehst, das schwere Züchtigen, das geht meist nach hinten los bei Hengsten. Die einen werden so ängstlich, du kannst mit denen nicht mehr umgehen. Und wenn du Pech hast, wird auch so einer mal so aggressiv, dann kannst du auch nicht mehr mit umgehen. Also da, Hengste sind da so ein bisschen direkter in der Beziehung. Die kann man nicht ganz so leicht missbrauchen, sage ich mal, wie es vielleicht ein Wallach mitmachen würde. Oder manche Studien sagen ja auch sehr schnell bis hierhin und nicht weiter. Aber Wallache sind da häufig relativ, na, darum macht man sie auch zu Wallachen, ja, damit sie geduldiger werden. Leidensfähiger werden. Gabriele Schick hat uns eine Frage geschickt. Könnte es sein, dass viele Probleme durch Inkonsequenz entstehen und wir heutigen Menschen meinen, Pferde so etwas wie antiautoritär und auf Augenhöhe erziehen zu müssen? Das höre ich immer wieder. Ja. Und das ist gerade zu Anfang, wenn man in eine Beziehung mit einem Pferd geht, ist das fatal. Wenn du sagst so, oh, tanz doch mal deinen Namen, dann tanzen sie dir beinahe automatisch auch auf der Nase rum. Also gerade zu Anfang muss man sich, wie ich es eben schon gesagt habe, behaupten und ein sehr gutes Leittier sein. Ein faires, anspruchsvolles Leittier, das sagt, ich wünsche mir, dass du von da nach da gehst und zwar jetzt. Ohne dabei aggressiv zu sein, einfach nur so eine tolle Erwartungshaltung an den Tag zu legen. Machst du das nicht, oh, hast du heute schlecht geschlafen, willst du auf den Arm? Höre ich immer wieder, Pferde wollen nicht auf den Schoß, auf den Arm, aber gut. Pferde auf Augenhöhe. Ist ja prima, wenn ihr ein ganz liebes, braves Pferd habt, funktioniert das alles. Das aber dann haben andere mit dem Pferd schon die Baustelle. Ja, muss nicht. Es gibt ja auch Pferde, die wirklich sehr, sehr kooperativ sind. Das geht ganz einfach. Aber es gibt eben auch Pferde, die ganz einfach sagen, oh, Augenhöhe ist gut, meine sind höher. Und dann könnte guter Rat teuer werden. Oder Aua. Also wir erleben immer wieder Leute, die so eine Art Stepptanz aufführen, wenn sie ihr Pferd putzen oder in die Halle führen, weil das Pferd gezielt auf ihre Füße treten will. Also, weil gezielt, ich weiß, ein Pferd tritt dir nur auf den Fuß, wenn es das will oder billigend in Kauf nimmt, dass du Schaden nimmst. Leute so, der tritt mir immer auf den Fuß. Ja, also hallo, da stimmt was nicht. Die Stute tritt ihren Fohlen niemals auf die Beine, auch wenn die Beinchen im Stroh sind, weiß die Stute ganz genau, wo die Beinchen vom Fohlen sind. Sie tritt nicht auf die Beinchen vom Fohlen. Mhm. Wenn sie uns auf den Fuß treten, wissen sie es oder ist es ihnen egal, wie Christine das sagt. Und wenn denen das egal ist, ist denen auch vieles andere noch egal. Aber das hatten wir ja auch schon öfter bei Reitschülern, wo ich dann so gesagt habe, denk mal drüber nach, warum das passiert. Weil mir tritt auch mal aus Versehen ein Pferd auf den Fuß, passiert schon mal. Aber wenn das während der Bodenarbeit, wie ich es schon erlebt habe, 4, 5 oder 6 Mal passiert, dann liegt es nicht daran, dass du Charlie Chaplin Schuhe hast und Füße, sondern das liegt an etwas anderem. Ja, dieses Thema Inkonsequenz ist, hat natürlich auch so ein bisschen mit roten Faden zu tun. Ne? Du hattest ja gerade schon mal gesagt, also wenn man dann eine Methode ausprobieren möchte, soll man dann auch erstmal dabei bleiben und dann nicht so Ideenhopping machen. Heute mache ich das und morgen mache ich das. Dass man so einen roten Faden hat. Und das finde ich ganz gut eigentlich. Das, was wir gemacht haben mit den Intensivkursen, zum Beispiel Boden- bzw. Handarbeit, dass die Leute einen roten Faden haben über 6 Wochen hinweg. Und damit ganz genau wissen, was haben sie denn als nächstes zu tun und was machen sie jetzt, woran machen sie jetzt vielleicht mal gerade nichts.
Und das gibt eine gewisse Verlässlichkeit. Und da haben wir ja schon so viel Feedback gekriegt von vielen Leuten, die gesagt haben, hey, meine Beziehung zu meinem Pferd hat sich geändert. Die Pferde sind jetzt ganz anders, weil ich auf einmal so verlässlich bin. Jetzt gehen die gerne mit und die achten jetzt auf mich, ne, und kommen gerne zum Zaun und kommen auch gerne mit und kommen auf der Weide, kommen die angerannt und all diese Dinge, die uns da so zurückgespielt worden sind. Ich glaube, das hat viel mit dieser Inkonsequenz zu tun, dass man auch viel ausprobiert und heute macht man dies, morgen macht man jenes. Einen Tag arbeitet man 10 Minuten, nächsten Tag geht man 60 Minuten auf den Platz und probiert noch hier noch ein bisschen aus. Erst longieren und dann machen wir hier nochmal ein bisschen und dann steige ich nochmal auf und dann habe ich irgendwie da noch was rumliegen, dann mache ich das noch und irgendwie gibt es keinen Anfang, kein Ende. Mhm. Und den nächsten Tag ist wieder was ganz anderes angesagt. Das, der ein oder andere interpretiert das als Abwechslung. Fürs Pferd ist es aber vor allem dann, wenn es am Anfang ist, vielleicht sehr unverlässlich. Ja, und was wollen die jetzt mit mir? Ja, ich werde wieder hergenommen. Ich verstehe nicht, was sie mit mir tun. Ja, Svenja Mönning, wenn die Partnerschaft dann gut funktioniert, hat das dann überhaupt noch mit gegenseitiger Erziehung zu tun? Ja, hat es. Ich muss, also vielleicht bin ich auch eine Ausnahme. Ich arbeite ja jetzt seit 5 Jahren mit meinem kleinen Halcon. Ich muss ihn trotzdem jeden Tag noch ein Stückchen erziehen, weil er wird immer wieder mal ein bisschen übergriffig. Und na nun gut, nur arbeite ich auch mit Leckerchen und auf die fährt er total ab. Und wenn ich nicht auf Höflichkeit bestehe, schenkt er sie mir nicht. Aber im Großen und Ganzen, da muss ich jetzt ja mal aus der Schule plaudern, hast du dein Pferd schon ziemlich antiautoritär erzogen. Und das ist auch der Grund, warum der immer noch mal ein bisschen nachfragt und so. Also, ja. Aber ich glaube, sie mag das auch. Ne? Also, ich habe ihn ein bisschen so gemacht, damit ich ihn nicht verkaufen muss. Weil ihn so also keiner... Damit du ihn nicht verkaufen kannst. Ja, naja, den Faden verloren. Na gut. Der rote Faden. Okay, ja, hat es dann noch mit gegenseitiger Erziehung zu tun? Also ja, doch. Ich denke mal, das ist ja auch in einer Beziehung, wenn man eine längere Beziehung halten kann in seinem Leben, so wie wir beide. Wir sind ja nun auch schon ein paar Jährchen zusammen. Und da kommen aber auch ja immer wieder mal Phasen, wo man sich nicht so gut verträgt und sich mal zofft. Ach. Ja, ich weiß, selten. Am 29. Februar war das, glaube ich. Komm auf den Punkt. Trödel ja, nicht rum hier. Gut. Aber wenn man sich dann mal streitet, ist doch nichts anderes als Grenzen feststecken. Wo man einfach ganz klar sagt, also bis hier und nicht weiter, das reicht mir jetzt. Soweit möchte ich nicht, dass du mir da in meinen Kram reinrührst. Und mehr ist es doch nicht, dass man einfach mal sagt, so, hier Schluss. Und das ist doch mit dem Pferd auch das Gleiche, wo man dann, Pferde sind ja auch Wesen, die sich entwickeln, genau wie wir Menschen uns auch entwickeln, ständig. Ich habe seine Lieblingsspülbürste weggeschmissen. Gestern. Es gab Zoff. Hat meine Lieblingsspülbürste weggeschmissen. Andere Männer spülen mich. Ja. So wurde ich erzogen. Die war immer. Ganz kurz, ich will, wenn wir den Satz von gerade nochmal sehen, hat das noch mit gegenseitiger Erziehung zu tun? Ich würde den Begriff einfach mal, weil wir hatten eingangs schon gesagt, er ist so negativ besetzt. Wenn wir den mal einfach, hat das mit gegenseitigem Lernen, voneinander lernen zu tun? Ich glaube, dann versteht man ein bisschen mehr, worauf dann mit den Jahren auch sowas hinauslaufen kann, dass man halt eben auch Aufgaben vom Pferd bekommt, wo man sagt, hey, da funktioniert was nicht, aber ich muss umdenken oder jetzt funktioniert was, was vorher nie funktioniert hat. Warum geht das jetzt auf einmal? Dass man dann wirklich dazu lernt, dass man nochmal zurückschrauben muss und sagen muss, ich muss vielleicht nochmal einen Nullpunkt setzen oder so etwas. Und das ist ja auch eine gewisse Art von Erziehung. Man erzieht sich gegenseitig, beziehungsweise man lernt voneinander, ist vielleicht positiver besetzt. Ah, sehr gut. Daniela Schette schreibt einen kleinen Erfahrungsbericht mit Fragen hinten dran. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, sagt sie, bis ich zu der Erkenntnis kam, dass meine Stute mich nie umrennen darf. Auch dann nicht, wenn sie sich aufregt und ich dachte, sie kann gerade nicht anders. Aber natürlich muss sie dann auch auf mich achten.
Sind die Menschen heute vor lauter Freundlichkeit dem armen Tier gegenüber zu wenig konsequent? Früher mussten Pferde doch bestimmt mehr funktionieren, damit sie ihren Zweck erfüllen konnten. Ja. Yes. Yes. Yes, ma'am. Also, wenn ich zu einem Reitkurs gehe und ich sehe dort ein Pärchen, sprich Reiter und Pferd, und die kennen sich schon seit 5 Jahren und brauchen immer noch 3 bis 4 Ansätze, um auf ihr Pferd zu kommen, und dann muss ich sagen, also Leute, denkt mal drüber nach, wo die Basis bei diesem Pferd geblieben ist, die Basisarbeit. Ja, und wenn ein Pferd wirklich dann immer wieder sagt, nee, du kommst nicht drauf, dann ist das ja auch eine ganz klare Stellung, die das Pferd bezieht und sagt, warum du da nicht rauf sollst. Ja. So, und da muss man mal überlegen, ob das alles in Ordnung ist. Naja, und wenn du dem Pferd die Wahl lässt, möchtest du Nutella oder Nuss-Nougat-Creme aus dem Bioladen? Dann musst du auch mit der Antwort leben können. Dass das Pferd sagt, nein, du steigst da heute nicht auf, ich möchte das bitte nicht. Dann darfst du dann nicht enttäuscht sein, wenn du mit antiautoritär dahergehst, muss er, ach, du möchtest lieber auf der Wiese bleiben. Ach, du möchtest, ne? Dann bitte nicht. Also, wofür muss haben jeder, wir muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann das akzeptieren, aber wenn dann ein Unfall passiert, dann muss man, ich lese das nämlich gerade, dass ein paar von euch barfuß mit dem Pferd umgehen. Okay, alles gut. Also ich würde meinen Enkeln das nicht erlauben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gerade so ein Foto gesehen. Ein Freund von mir hat mir das geschickt. Da hat eine junge Frau ihre langen blonden Haare dem Schweif ihres Friesen verflochten. Und du siehst die beiden quasi nur von hinten. Sie steht da, hat die Hand um den Po und hat ihre Haare mit dem Friesenschweif verflochten. Erzählt daraus. Stellt euch mal vor, das Pferd erschrickt sich. Die Frau fällt hin. Also so fest kannst du mein Pferd vorne gar nicht festhalten. Und die hängt mit ihren Haaren hinten am Pferdeschweifen. Das Pferd kriegt auch noch Angst und fängt an zu treten. Die erschlägt die Frau. Wie blöde kann man eigentlich sein? Also kann man machen. Kann aber scheiße aussehen, wenn du Pech hast. Ja, genau. Definitiv. Anna M. Stark, ist es nicht auch immer individuell, was Pferd und Mensch gegenseitig zulassen? Der eine findet es in Ordnung, wenn das Pferd ihm an der Tasche herumschnabbelt, der andere findet das überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde, Erziehung für ein gutes Miteinander ist wichtig. Andererseits sollte das Pferd auch seinen Charakter behalten können und nicht nur eine Gehorsamsmaschine sein. Jawohl. Andererseits lernen wir ja auch voneinander. Pferde lehren uns Authentizität, spiegeln der eigenen Gefühle und vieles mehr. Hier ist bestimmt auch wieder Overcontrolling ein Thema, oder? Alles richtig gesagt. Overcontrolling, ja. Begegnet mir in letzter Zeit weniger. War vor einem halben Jahr war das mehr. No. Du kommst gerade vom Reitkurs. Hat anderes gesehen. Okay. Losgelassenheit kann man nicht festhalten. Nee. Okay. Nein. Ist Nicole Adomait. Hauptthemen von Leuten, die sich anfangen, mit unserer Reiterei zu beschäftigen, ist das Hauptthema. Finger weg vom Ziehen. Und das ist nicht einfach für die vielen Menschen, die sich mit dieser Art und Weise beschäftigen und anfangen. Das ist ganz schwer. Die Nicole Adomait, die stößt sich am Begriff Dominanz. Der stößt ihr immer schwer auf. Warum muss man ein Pferd dominieren, um es zu erziehen? Wo ist für euch der Unterschied zwischen Konsequenz und Dominanz? Und wie seht ihr es in setzt ihr es in eurer Ausbildung ein? Da möchte ich eine ganz klare Stellung zu nehmen. Versuch bitte nicht, deinem Pferd menschliches Denken beizubringen. Es kann es nicht umsetzen. Das ist der größte Denkfehler, den wir Menschen im Moment nicht nur bei Pferden haben, auch bei Hunden und bei anderen Tieren. Ich sage ganz bewusst bei Tieren. Wir versuchen, den Tieren zu erklären, wie wir sind. Das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Wird auch nicht funktionieren. Das Tier kann agieren, aber wenn du falsch agierst, wird das Tier Dinge tun, die du nicht möchtest. Und wenn es Dinge sind, die du nicht möchtest, dann kann da etwas bei rauskommen, was du gar nicht, wo du nicht mal die Konsequenz für tragen kannst. Ich gehe mal ganz weg vom Pferd. Das ist bei einem Hund, wenn er plötzlich ein Kind beißt. Und nun? So,
Hat er sein Leben verwirkt? Das kann sein, dass er sein Leben verwirkt hat. Wenn das richtig schlimm geworden ist, dann entscheiden andere Leute über das Leben dieses Hundes. Nicht mehr du selber. Und beim Pferd ist es ganz genauso. Wenn du meinst, du kannst da 500 Kilo komplett ohne Dominanz erziehen, das kannst du machen. Dann darf aber niemals die Tür offen sein, dass das Pferd weglaufen kann. Es darf niemals jemand in der Bahn stehen, der eventuell mit deinem Pferd zusammenkommen kann und so weiter. Du trägst auch Verantwortung, wenn du solch ein Tier hast. Ja, lass uns die Begriffe noch mal ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Also Dominanz, meinst du Erziehung mit Schmerzimpuls? Nein. 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 Dominanz? Konsequenz. Das fragt sie ja. Wo ist der Unterschied dazwischen? Ja, Konsequenz, Dominanz und Konsequenz kann doch schon nur heißen, dass ich meinem Pferd jetzt klar mache, du bleibst jetzt hier stehen. Ja. Das ist Dominanz. Nein, du hast eben gesagt, das ist Konsequenz. Das ist auch Konsequenz. Ah! Aber muss Konsequenz denn mit Schmerz verbunden sein? Nein, sagt sie auch. Sie stößt sich am Begriff Dominanz. Und sie sagt, wir sollen das mal ein bisschen... Ja, dann gib mir mal ein anderes Wort dafür. Konsequenz. Schreib uns mal ein anderes Wort, bitte. Was du bevorzugst, als wenn du das Wort Dominanz nicht aussprechen möchtest. Schreib es mal eben. Ich hätte es gerne gewusst, wie du es nennen möchtest. Chris? Ich finde, ja, Konsequenzen, bitte. Vielleicht einfach von einer anderen Sichtweise kommen. Ich glaube, Pferdeerziehung, vor allem dann, wenn es schwierigere Pferde sind, in Anführungsstrichen, weil, sagen wir einfach mal, charakterlich etwas stärkere, dann funktioniert diese Basisdemokratie nicht. Ich frage dich mal, ob du denn stehen bleiben möchtest und frag aber nicht so, dass da keine Konsequenz raus entsteht. Das heißt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht alle Türen offen lassen und sagen, such dir mal eine aus, sondern ich muss einen Plan dafür haben, was soll denn da am Schluss bei rauskommen. Und wenn am Schluss dabei rauskommen soll, mein Pferd muss anhalten, wenn Gefahr kommt. Mein Pferd muss stehen bleiben, wenn Gefahr kommt. Mein Pferd darf nicht beißen. Mein Pferd darf nicht jemand anders treten. Mein Pferd muss hinter mir hergehen, wenn ich in einen Hänger möchte. Es gibt viele Wege, die dahin gehören, aber sie sind alle konsequent. Ja, also egal, welchen Weg ich beschreite, ob der jetzt mit viel Freundlichkeit ist oder eine ganz fiese Nummer am Schluss dabei ist, aber sie wird immer dann zum Ziel führen, wenn sie konsequent ist. Ja, das eine ist schön, das wollen wir, und das andere ist weniger schön, das wollen wir vielleicht nicht. Aber trotzdem muss am Schluss das Ergebnis ja da sein. Und deshalb muss ich mir den Weg dann entsprechend aussuchen. Dominanz ist, glaube ich, deshalb halt ebenso negativ besetzt und von seiner Bedeutung her halt eben auch da schlecht, weil er damit zu tun hat, dass jemand anders unterdrückt wird. Dass dessen Wille halt eben auch ein Stück weit nicht zählt. Und in Gefahrsituationen ist das leider so. Ich glaube, das darf so stehen bleiben. Was ist denn das Gegenteil von Dominanz? Devot. Ich lese gerade, Dominanz ist für mich absolut negativ behaftet. Tja. Und eben stand irgendwo Leitung, also leitend. Wenn jemand Abteilungsleiter ist, muss er auch ganz klar sagen in der Abteilung, wo der... Das ändert sich gerade. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So Abteilungsleiter haben mittlerweile eher so eine Coaching-Funktion. Die haben aber nichts mehr zu sagen. Die haben anzuleiten, aber die können eigentlich, die müssen das Team entscheiden lassen. Das Team ist eigentlich dann am Schluss so der Gedankentreiber. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Also dieser dominante Führungsstil, der ist eigentlich so ein bisschen old-fashioned, der ist raus. Aber in der Pferdeherde nicht. Ja, genau. Also wir sprechen jetzt hier von tatsächlich vernunftbegabten Homo sapiens, die untereinander agieren. Wenn du jetzt aber als Homo sapiens mit einem Pferd umgehst und dieses Pferd dir potenziell auch gefährlich werden kann, dann musst du authentisch bleiben. Da wollte ich eigentlich drauf hin. Und ein Pferdeausbilder wird in sich eine gewisse Dominanz haben. Hat er sie nicht, ist er kein guter Pferdeausbilder. Du musst authentisch sein, du musst wahrhaftig sein und du musst so ein Stück
Mann stehen, deine Frau stehen. Du musst dich. Du musst auch so eine Selbstwirksamkeit haben. Ne? Das will ich jetzt und da bleibe ich auch bei. Und ich habe einen Plan und ich weiß auch, wie das Ergebnis aussehen soll. Und ich zeige das schon in meinem ersten Schritt, wie mein Ergebnis aussehen soll. Ich glaube, das ist der Unterschied zu den meisten Pferdemenschen. Dann, wenn sie mit Pferden erstmalig oder selbst immer schon über Jahre zu tun haben, ist diese Selbstwirksamkeit nicht da. Man weiß so vom inneren Bild her gar nicht, was soll das Ergebnis eigentlich sein. Ja, und so dominant aggressive Herdenmitglieder in so einer Pferdegruppe, die haben zwar eine recht hohe Stellung, weil sie ständig kämpfen und sich, und die meisten sagen, ach komm, dann lass doch den Idioten als erstes ans Heu, weil der tut mir sonst weh, aber sie sind unbeliebt. Und die sehr ruhigen, erfahrenen Leittiere, die sind beliebt. Und die müssen gar nicht so viel Lebenserfahrung haben, wenn sie einen guten Führungsstil haben, also eine sanfte, wahrhaftige Präsenz, dann stehen die noch über dem aggressiv-dominanten. Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir müssen einen guten Plan davon haben, wie Chris das gerade gesagt hat, was wir uns wünschen. Und das beharrlich durchsetzen. Ja. Ja, Dominanz kann trotzdem auch was mit Vertrauen zu tun haben. Also ich kann ja jemanden haben, der durchaus halt sehr, wenn wir jetzt zurückgehen in dieses Leadership-Thema, jemand, der ein guter Leader ist, der kann trotzdem Entscheidungen über die Köpfe der anderen hinweg treffen. Und die schenken dem aber trotzdem vielleicht selbst ein bisschen auch unzufrieden, aber trotzdem das Vertrauen, der trifft die richtige Entscheidung. Mhm. Oder dem vertrauen wir jetzt trotzdem, auch wenn wir den nicht leiden können. Aber der hat ein Fingerspitzengefühl dafür, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und der trifft sie aber auch im richtigen Moment und hinterfragt sie auch nicht. Der Ingo hat gerade noch was Schönes geschrieben. Das möchte ich auch mal vorlesen für die, die vielleicht gerade nicht drin sind. Domus, das Haus. Dominus, der Hausherr. Er ist verantwortlich für alle in seinem Haus. Daher eben Hausregeln. Der Dominante, der macht die Hausregeln. Ja. Hausregeln finde ich gut. Weil die kann man einsehen, die kann man lesen, die kann man sich einprägen und die stehen halt geschrieben. Kleinen Zusatz zu dem Thema noch von der Laura Sophie von Gersdorf. Wenn es gefährlich wird, beißen, schlagen, sind doch Erziehungsmaßnahmen notwendig, sofort, da sonst auch unfair zum Pferd. Ganz klar. Erziehungsmaßnahmen im Sinne von bis hierhin und nicht weiter. Hat natürlich keinen Sinn, wenn ich dann erst losrenne, mir meine Fieberglaspeitsche hole und dann zurückkehre zu meinem Pferd, das mir erst noch einfangen muss, weil sich's losgerissen hat und dann mein Pferd verwende. Sieht man leider viel zu häufig, dass die Leute zwischen der Handlung, dem Verhalten, das sie nicht sehen wollen und der Strafe, dem Schmerzimpuls, einen viel zu großen Zeitraum lassen. Das Pferd das falsch verknüpft und etwas ganz anderes daraus lernt. Das ist natürlich verkehrt. Und die Emotion, die da so mitschwingt. Weil die Konsequenz in der Handlung eines Pferdes, in der Herde, ist meistens so, reicht. Ja. Und dann ist aber auch gut. Ja, und wir Menschen tendieren dazu, jetzt ist aber Schluss und dann geht's los. Dann ist diese Erziehungsmaßnahme nicht ein konsequentes Handeln, sondern ein 5 Minuten, was auch immer, oder 10 oder 20. Autorität im Gegensatz zu autoritärem Verhalten. Ja, sehr schön. Ihr habt da ganz tolle Kommentare. Gefällt mir super gut. Finde ich auch super gut. Die Barbara hier auch noch was vom Dominanzverhalten. Ja, sehr schön. Viele kluge Köpfe. Gut. Sarah Ara Nuri. Manchmal frage ich mich, wann ich mich wirklich durchsetzen muss. Oder kann ich auch bei manchen Dingen Kompromisse eingehen? Habt ihr Beispiele, wo man mit dem Pferd einen Weg aushandeln kann oder sollte? Wenn dein Pferd nicht durch diese Pfütze geht, ist ein Gelände, einzige Weg führt durch die Pfütze, Pferd sagt, gehe ich nicht rein. Sagen 90% der Trainer, du musst dich durchsetzen. Und du musst dem Pferd mehr Angst machen vor dir als vor der Pfütze, damit es für dich da durchgeht. Ich persönlich gehe da in etwas anderen Weg. Wie würdest du es tun? Ja, ihr müsst euch erstmal fragen, warum geht es überhaupt nicht in die Pfütze? Genau, warum geht es da? Also, weil warum, wäre die Pfütze auf der Wiese und das Pferd hätte Durst. Du willst da reingehen und trinken. Es würde mit dem Vorderbein drinnen stehen.
weil es da am Rand ist, ist nämlich matschig und schlammig. Da geht man ein Stückchen rein und die trinkt das. Die gehen immer ins Wasser rein zum Trinken, damit sie den Schlamm vorne nicht trinken müssen. Und wenn das Pferd in eine Pfütze, die 10 cm tief ist, nicht reingeht, dann müsst ihr mal überlegen, wie viel euer Pferd euch vertraut. Ne? Spannende Sache. Wenn es Angst hat, in einer 50 mal 70 cm großen, also im Quadrat großen Pfütze, die 5 cm tief ist, hat Angst hat zu ersaufen, dann müsst ihr euch mal überlegen, wie weit das Vertrauen ist. Okay. Ja, das hat auch mit diesen self-fulfilling prophecies zu tun. Ne? Ja. Aber also, weil wenn Wolfgang was macht mit dem Pferd, dann ist das auch so, steht nicht zur Debatte, ob da jetzt eine Pfütze ist, weil die Pfütze gar nicht aufgefallen ist. Und ja, doch, andere sehen die Pfütze früher also, als das Pferd. Ja, es ist auch ein, da ist eine Pfütze, die Moment. So, und dieses Moment ist ja ein Freeze. Das ist also, das Pferd bleibt stehen. Was ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt ist. Ich habe lieber ein Pferd, das stehen bleibt, als ein Pferd, das sich umdreht auf dem Absatz und wegrennt. Und das tun sie dann, wenn man anfängt, ihnen den Willen aufzuzwingen und ihnen Angst zu machen, damit sie mehr Angst vor Menschen haben und durch die scheiß Pfütze gehen. So, also sage ich erstmal, Freeze ist schon mal prima. Und aus dem Freeze arbeiten wir uns Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Signalisiere, dass mir das gefällt, wenn wir einen Schritt gewonnen haben. Und ich ganz happy bin auch schon mit diesem Schritt und den nächsten Freeze erlaube. Also nur mal dies so zur Auflösung. Wo war ich denn? Manchmal frage ich mich, ob ich mich wirklich durchsetzen muss. Nein, musst du nicht im Sinne von deinen Willen aufzwingen. Aber schon, also wenn du durch die Pfütze musst, musst du durch die Pfütze. Nur du musst dir mehr Zeit nehmen und du musst dein Pferd abholen. Das heißt, das Pferd muss die Aufgabenstellung verstehen, muss atmen dürfen, muss wieder ins Wohlfühlen und in die Kraft kommen. Okay? In die Kraft finde ich ganz gut, so ein bisschen auch, wenn wir über Lernverhalten und Durchsetzen reden, wann kann denn noch gelernt werden? Wann funktioniert das noch? Wie viel Kopf ist beim Pferd noch da? Und warum kann denn nach 60 Minuten Longieren vielleicht nicht mehr gut zuhören? Ja. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass man auch ein bisschen schaut, okay, wie lange haben die denn überhaupt so Möglichkeiten, uns da wirklich zuzuhören. Mussten wir lesen. Chef hat einen Oberschenkelkrampf. Elli Rossnarisch. Ich will immer Rossharnisch. Nein, Rossnarisch. Aber ich will auch immer Rossharnisch sein. Das ist die Elli, aber die heißt Rossnarisch, weil sie pferdeverrückt ist. Ich habe da tatsächlich auch mal Rossharnisch rausgelesen. Rossharnisch, cool. Mein jetziges Pferd ist bei diesem Thema für mich schwierig. Zum Beispiel Hufe heben oder losgehen. Jetzt? Nö. Wenn gut will, dann ja. Und nach vielen Betteln meinerseits. Wie ein altes Neck-Ehepaar. Dabei lobe ich Reaktionen auf meine Anfragen und wünsche gut und verständlich. Seltener gebe ich Leckerli da, eine Fressmaschine. Soll ich die von euch gelehrte Erwartungsverletzung immer konsequent ab der zweiten Anfrage eintreten? Das funktioniert einmal, zweimal, dann kaum noch. Ist da mehr Fantasie angesagt? Dazu einmal kurz Erwartungsverletzung. Habe ich noch Zeit? Muss ich einmal kurz erklären? Achte. Wenn du einem Pferd was beibringen willst, arbeitest du, ich sag mal, in 5 Intensitäten. Du wünschst dir das, du bittest, du fragst, du forderst und dann setzt du es durch oder man könnte auch sagen, du zwingst. In diesen Schritten, Pferd sagt nein, 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 nein und zum Schluss zwingst du es, muss es halt doch machen. Daraus lernen Pferde eigentlich auch, eigentlich könnte ich schon auf Wünschen oder Bitten, vielleicht sogar auf Fragen reagieren. Aber manche Pferde sagen einfach, du sagst schon noch Bescheid, zwing mich doch. Die ignorieren das. Dann kann man mit Erwartungsverletzung, weil Pferd sagt ja auch, du kommst ja erst mit den sanften Sachen, dann irgendwann mache ich es für dich. Erwartungsverletzung bedeutet, ich wünsche mir das, ich bitte und dann zwinge ich. Und dann sagst du, hey, hallo, Moment mal, na gut, dann mache ich das eben beim nächsten Mal ein bisschen schneller. Und wie du richtig sagst, auch daran gewöhnen sich Pferde. Und sagen, ja, du kommst wieder mit deiner Erwartungsverletzung. Wobei ich sagen muss, ich sehe ja die Elli arbeiten. Ne?
Das ist schon toll. Also wie du mit dem weitergekommen bist, da sehe ich davon, was du hier beschreibst, nicht viel. Das ist ganz, ganz toll, wie feinfühlig und auf ein Tuttchen du dein Pferd hast. Also ich glaube, dass du da ein bisschen zu kritisch mit dir selber bist. Das ist schon stark. Was sagst du, Chris? Bisschen weniger Geodreieck wäre vielleicht ganz gut. Einfach zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt mal ein bisschen mit dem schon mal zufrieden, was ich da erreicht habe und mach mal so einen Schlenker zur nächsten Übung, weil die muss nicht perfektioniert werden und ist halt heute vielleicht auch mal anders als gestern. Man kann auch vom Schwierigen zum Leichten wieder gehen, ne? Also wenn was ganz Leichtes nicht funktioniert, dann mache ich was Verwandtes, ganz Schweres und plötzlich geht das Leichte ganz einfach. Umgekehrt kann es auch so sein. Erklär. Wenn etwas ganz leicht ist. Warte mal, du hast gesagt, Also vom Schweren zum Leichten. zum Leichten. Ne? Also das Pferd, das auf dem Zirkel nicht in einem vernünftigen Galopp angaloppieren kann, der kann zuerst die Galopp-Pirouette lernen und daraus den Ja. normalen Galopp lernen, zum Beispiel. Ja. Okay, Fallbeispiele. Karin Ho, was tun, wenn das junge Pferd sich zusammen mit einem älteren Pferd anstandslos vom Hof wegreiten lässt, aber alleine Probleme hat? Beim Führen gibt es kein Problem. Soll ich da mehr spazieren gehen, es erkunden oder soll ich es durchsetzen? Du kannst das so oft mit Spazieren erkunden, wie du willst. Das Pferd hat seine Gründe, nicht vom Hof zu gehen. Und der Grund ist, weil es dich nicht als Führungsperson anerkennt. Das andere Pferd, das ältere Pferd, erkennt sie an oder er, wie auch immer. Leittier, ne? Das Pferd sagt, okay, das ist Leittier, dem vertraue ich, mit dem gehe ich mit. Und dir vertraut das Pferd eben nicht, wenn du oben drauf sitzt. Und dann musst du dein Pferd vielleicht, dein Pferd ein bisschen besser in die Balance bringen. Sowohl in die körperliche als auch in die geistige, und dann wird das Pferd auch mit dir vom Hof gehen, ganz bestimmt. Aber du kannst spazieren gehen mit dem so lange, wie du willst. Das hat nichts damit zu tun, wenn du drauf sitzt. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Chris, noch eine Anmerkung? Es sei denn, wohnst in der Wüste und kannst dem Pferd klar machen, dass in 20 Kilometer Entfernung die Oase mit dem grünen Gras ist, dann könntest du es dazu überreden, von zu Hause wegzugehen. Warum ist das keine Fata Morgana? Ja, also du musst auch mal schauen, ob dein Pferd ganz einfach klebt an dem anderen Pferd. Also ob Ja, die beide selbst kleben. eine Beziehung miteinander haben, gerne Dinge zusammen unternehmen, dann kommst du da nicht raus. Also das kannst du. Ja, auch kleben hat ja damit zu tun, dass Pferde dem anderen Pferd mehr vertrauen als dem Reiter. Ja. Und wenn du in der Lage bist, dein Pferd vertrauensvoll zu dominieren, dann hört es auf zu kleben, dann geht es mit dir vom Hof. Es löst sich auch einer Gruppe und du kannst auch nach Hause gehen, alleine. Es wird es tun. Ja, ein bisschen Trailaufgaben machen, schön Seitengänge Ja. erarbeiten. Jawohl. So, Sarah Aganogi und Nuri, noch eine Frage. Mich würde interessieren, ob ihr körperliche Merkmale wie Wirbel im Fell berücksichtigt, um auf die Art und Weise des Umgangs einzugehen. Ich habe gerade von einer lieben Bekannten eine Einschätzung über mein Pferd mit drei Haarwirbeln am Kopf bekommen. Ohne dass sie es jemals live gesehen hat, hat sie exakt beschrieben, wie es tickt. Ja, das tun wir leider. Und dafür kriegen wir auch immer wieder einen auf den Deckel. Rassist. Rassisten sind wir. Wir haben auch schon bei Frag die Krischkis darüber gesprochen. Wir haben auch schon über Pferdefarben gesprochen. Wir sind als Rassisten dargestellt worden und auch diskriminiert worden im Internet dafür. Ich kann aber leider nicht ganz viel. Das ist ja nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Sowas steht in den Pferdebüchern seit fast 1000 Jahren beschrieben, dass man darüber schreibt, wie sich der eine oder andere Wirbel bei vielen Pferden auswirkt. Das muss keine 100%-Regel sein, aber es ist häufig so. Und bei Farben ist es manchmal auch so. Wie so häufig im Leben, das Gegenteil beweist es auch wieder, dass es nicht so sein muss. Aber es ist schon so, wir suchen uns die Pferde auch nach Wirbeln aus. Das ist einfach so. Und ich habe es ja immer wieder im Reitunterricht, wenn Leute mit ihren Pferden kommen. Dann sage ich zu meinen Mädchen, hier, guck mal kurz vor die Stirn. Und dann sage ich, pass mal auf, das und das wird wahrscheinlich sein. Und siehe da, es ist so. Von daher, wie gesagt, nicht 100%, aber häufig ja. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Pferde mit mehreren Wirbeln am Kopf hervorragend trainiert haben
zu ganz, ganz zuverlässigen Partnern und richtig tolle Pferde haben. Also man sagt, ein Wirbel gehört zwischen die Augen. Und der rennt, der mit den zwei Wirbeln, und der spinnt. Oder umgekehrt. Nee, der rennt und der spinnt. Ah, egal. Also auf jeden Fall zwei Wirbel auf der Stirn oder gar noch mehr seien ungünstig. Dazu gibt es auch eine Studie, die etwas von Zwilling oder fehlerhafter Zellteilung bei der Entstehung der Gehirnhälften. Die falten sich ja aus Haut ein. Also Haut und Gehirn ist aus den gleichen Stammzellen, und da gibt es irgendwelche Studien dazu. Demnach seien Pferde mit zwei Wirbeln auf der Stirn, da würden die beiden Gehirnhälften nicht so intensiv verschaltet sein und eben Instinkt und Ratio nicht so gut miteinander korrelieren. Sprich, haben eine bestimmte Reizschwelle. Überschreitest du die, ist Vollalarm. Das geht nicht so, oh, ich glaube, es gibt, sondern Bäm. So, und jetzt ist die Frage, wo diese Schwelle liegt. Bei manch einem liegt sie da unten, mit dem kannst du gar nicht umgehen. Und dann gibt es Pferde, da liegt die da oben. Wie bei Duende sind wir nie an diese Grenze gekommen, bei dem schwarzen Andaluser von Adoro. Auch zwei Wirbel auf der Stirn. Gut, ja, also ja, und wir passen das Training und die Sanftmut, mit der man da rangeht, auch danach an. Also ein Pferd mit einem Wirbel auf der Stirn wird ernsthafter an die Arbeit herangeführt als einer, auf den man ein bisschen Rücksicht nehmen muss, weil wahrscheinlich die Reizschwelle schon bald erreicht ist. Marion Schmidt-Wenzel: Wir haben einen spätgelegten PHE-Wallach, der Chef seiner kleinen Pferdegruppe ist, aber sehr nett, aufmerksam und respektvoll zu uns. An einigen Tagen im Jahr dreht er aber völlig frei, ohne dass ich eine Ursache erkennen könnte. Dann warnt er die Herde tagelang prustend vor Gefahren, frisst kaum, ist ständig in Anspannung und in Bewegung und ignoriert uns total. Kennt ihr sowas? Stop and Go hat an diesen Tagen leider auch, bringt an diesen Tagen nicht viel. Natürlich haben wir auch entsprechendes Ergänzungsfutter probiert. Da wäre ich ja mal neugierig, was kann man denn da ergänzend füttern? Magnesium wahrscheinlich, ne? Also ein bisschen was für die Nerven oder Haschisch? Mönchspfeffer? Naja, Mönchspfeffer hat ja eher mit der Sexualität zu tun, aber ja, wirkt auch bei einigen Pferden. Spannend, Wölfe, schreibt die Barbara Schinowski. Ich wollte es gerade sagen. Auch. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht wittert das Pferd etwas, was du gar nicht ahnst. Nämlich Wölfe, die wir mittlerweile in Deutschland überall haben. Und es kann sein, dass der Wolf da irgendwo gewesen ist. Und das Pferd wittert das und ist tagelang auf der Hut. Weil wenn das dein Pferd dort Herdenchef ist, dann ist er auch verantwortlich dafür, die Gruppe dort wegzuführen. Und da es aber eingesperrt ist, das Pferd, kann es die Gruppe nicht wegführen. War genau mein Gedanke. Wölfe, kann sein. Ja, kann sein. Oder wildernde Hunde. Naja, die in den Geruch von Hunden kennt ich. Aber ein Wolf riecht halt wirklich anders. Und es kann durchaus sein, dass das... Wildschweine? Wildschweine können es auch noch sein. Dass ein Geruch da ist, wo das Pferd wirklich sagt, Kollege, hier müssen wir jetzt aufpassen. Oder Kollegin, hier müssen wir aufpassen. Bei Hengsten gibt es sowas auch. Und das gibt es auch bei Elefanten. Drohnen ist auch noch nicht. Bei den Elefanten gibt es die sogenannte Mast. Das ist, wenn die im Grunde in Brumpf kommen. Pferde kommen ja nicht wirklich in die Brumpf in dem Falle. Aber wenn ein Pferd, wenn wir es so nennen wollen, brumpftig, wir nennen es ja hengstig ist, dann sind sie zum Teil manchmal für einen Tag oder zwei, du kannst mit denen nicht reden. Die sind nicht ganz da. Die sind irgendwie weggebeamt. Und in dem Falle lasse ich die einfach stehen. Tut mir leid, das hat keinen Sinn heute. Du kannst nur eins machen, kannst versuchen, mit gröberer Dominanz da durchzukommen. Aber du hast garantiert am Ende verloren, weil du verlierst das Vertrauen zum Pferd. Ja. An solchen Tagen sage ich einfach nur, du, muss ja heute nicht sein. Hm. Ja. Okay, wir gehen ins Finale. Sven-Erik Gondlach: Wie erklärt ihr euch, dass viele Reiter heute so viele Probleme im Umgang mit ihren Pferden haben? Wo fallen euch bei euren Schülern die größten Fehler auf? Ich habe das Gefühl, vor 30 Jahren gab es viele dieser Probleme noch nicht so in dieser Form. Hängt hier, wie man bei Hunden so schön sagt, das Problem am anderen Ende der Leine? Ja, absolut. Wir haben eben auch, ich habe nebenbei hier jetzt auch den Chat so ein bisschen verfolgt.
zum Teil sind da wirklich Dinge, wo ich einfach sagen muss, mich sträuben gerade die Nackenhaare. Irgendjemand hat da eben geschrieben, was, ein Wirbel am Kopf? Yes, jedes Pferd hat einen Wirbel am Kopf. Ein oder mehrere. Aber ohne Wirbel wird ein Pferd nicht geboren. Zwischen den Augen. Ja, so, ja. Davon ab, dass da oben nochmal zwei sind. Am Mähnenansatz. Bei allen Pferden. Gibt auch andere Dinge, wo ich da gelesen habe. Wie soll ich sagen? Sicherlich war es vor 30, 40 Jahren, Menschen, die sich mit Pferden beschäftigt haben, hatten vielleicht irgendwie einen hippologischen Background, ein bisschen dichter dran. Vielleicht Opa oder Oma noch. Oder was? Landwirtschaftlich. Ne? Es war etwas anderes. Heute rückt das Pferd, kriegt eine andere Stellung bei uns Menschen. Ja, es ist ja häufig auch, dass sich Menschen zwei, drei oder vier Pferde kaufen oder retten, die sie gar nicht reiten können, weil sie alle krank sind. Und dann fragt man sie, oder ich frage mich als, ich bin Praktiker, ja, ich frage mich, warum füttere ich vier Pferde? Das kostet mich im Monat 1.500 Euro. Vielleicht ist das mehr, als ich für meine Familie ausgeben würde. Und das hat eine andere, ganz andere Stellung bekommen, das Pferd. Und so manches ist surreal geworden bei der ganzen Geschichte. Ich komme da nicht mehr mit. Und das ist auch mehr und mehr unsere Aufgabe, jetzt gerade nach Corona, das ist auch wieder ein Ding, da habe ich heute auch gerade mit einem Kollegen drüber gesprochen. Mittlerweile wird das mehr und mehr unsere Aufgabe, die Menschen mit dem Pferd zusammenbringen, was sie sich gekauft haben. Wir reden gar nicht vom Reiten. Wir reden, die zusammenzubringen, dass die beiden wenigstens einen Nenner sprechen. Das heißt, beim Putzen stille zu stehen, sich aufheifern zu lassen, von der Wiese holen zu lassen. Und da braucht man gar nicht so weit in der Reiterei kommen, wo wir vielleicht heute sind, sondern da ist dann wirklich die Frage, warum muss es ein Pferd sein? So ein großes, mächtiges Tier, was sich auch wirklich in Gefahr bringen kann. Ich meine, in den vielen Jahren, wo wir mit Pferden umgehen, haben wir auch schon viele, viele Unfälle mitbekommen. Auch tödliche Unfälle. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Am anderen Ende vom Strick, da hängt dann mal 450, 500 Kilo Allrad. Ja, und wenn Allrad sich entschließt, etwas zu tun, dann ist egal, was da am anderen Ende hängt. Völlig egal. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ja, manche Dinge sind für mich nicht mehr wirklich ehrlich erklärlich. Warum muss das ein Pferd sein und warum muss es noch ein Pferd sein? Und manchmal ist es auch so, warum sind alle vier Pferde von dir gleich ulkig? Ich glaube, es hat nicht nur mit den Pferden zu tun. Also wir sind ja auch in der Reitpädagogik unterwegs gewesen und Thematik, dass selbst Kinder halt überhaupt Tiere gar nicht kennen, mit Tieren gar nicht umgehen können. Dass sie also auch, sei es Hunde, Vögel, was auch immer, die sind aus dem Zoo oder aus dem Fernsehen bekannt. Heute ist auch so viel Vielfalt an Freizeit bei Kindern, die aber irgendwie halt auch ganz andere Entwicklungen nimmt, als es vor 30 oder 40 Jahren war, ja, wie man ganz anders mit Tieren umgegangen ist, wo tatsächlich auch eine Distanz vielleicht ist, wo Kinder vorm Pferd stehen, direkt am Hals und das Pferd so putzen, ohne wahrzunehmen, dass das Pferd ein Lebewesen ist. Das ist auch als Lebewesen irgendwie, ne, das ist wie, da hätte man auch einen Teppich hinhängen können. Ne? Darf ich Ihr Pferd mal streicheln und gehen hinten ans Pferd? Wir sind ja jeden Tag in der Öffentlichkeit hier. Oder darf mein Kind Ihr Pferd streicheln und schicken das Kind nach hinten? Ich bin als kleiner Junge von meinen Eltern gewarnt worden, geh nicht hinten ans Pferd. Ja, und die Leute gehen bewusst einfach hinten ran. Da kannst du ja nicht beißen. Das stimmt. Aber selbst das ist also auch keine Grenze. Also da wird dann mal eben die Hand in den Zaun gehalten. Ja. Ne? Maximal wird darauf hingewiesen, dass auf dem Zaun vielleicht Strom sein könnte. Aber was dahinter ist, ist vollkommen egal. Ne? Ja. Da wird die Hand dann reingestreckt und wenn man dann ruft, Vorsicht, der beißt. Warum? Ja, genau, warum? Das ist eigentlich schon das nächste Thema fast. Das ist eine ganz grundlegende Feststellung und auch Frage. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das bedarf nochmal. Welche Fehler fallen euch bei euren Schülern am häufigsten auf? Missverständnis. Einfach Missverständnis. Ich verstehe gar nicht, warum mein Pferd das tut. Ich
habe keine Ahnung, warum es das tut. Also und auch das, schon das Eingrenzen des Problems. Also das Pferd zeigt ein Verhalten, aber das ist ja immer eingebettet in Umstände. Also der geht nicht durch die Tür, heißt das dann. Aber das Verhalten ist ein anderes, das beginnt schon vor der Tür. Das kündigt sich doch schon. Also das kündigt sich an. Und warum, wo ist der Beginn und wie, also erstmal Beschreiben des Verhaltens, das fällt den Leuten schon schwer. Komm, schreib das Thema auf. Das müssen wir jetzt, da können wir heute Abend noch bis 10 Uhr drüber reden. Das ist ein eigenes Thema. Welches? Das ist ja nicht mehr so lange. Die letzte. Das müssen wir nur mal in Worte fassen. Ich habe ja vorhin auch schon ein neues Thema gegeben. Ja, das ist in der Tat im Moment unsere Hauptaufgabe. Dinge abzustellen an Pferden, die unerwünscht sind, zum Teil auch gefährlich sind und Leute mit ihren Tieren zusammenbringen, die sie sich gekauft haben. Häufig Pferde, die nicht aus unserem heimischen Kulturkreis kommen. Ja, ist so. Da habe ich auch sehr viel mit zu tun, mit diesen fremdländischen Tigern. Ja. Das hat auch wieder gar nichts mit Rassismus zu tun. Sondern habla español. Ich wollte nur, kommen wir einmal noch ziemlich zu Anfang, hat Karin da einen Satz, oder Ingo hat einen Satz über Karin geschrieben. Jetzt kommen wir eben hoch. Da komme ich nicht mehr ran. Ist weg? Nee, das... ja, ach schade. Die sind weg. Wenn ich das so mache... Nee, komme ich nicht ran. Komme ich erst ran, wenn das abgeschlossen ist, das Video. Dann bleibt es ein Geheimnis. Nee, genau. Nein, es war kein Geheimnis. Ingo hatte geschrieben, hat Karin... Ich muss das jetzt versuchen... noch zu Revue passieren zu lassen. Karin hat das in Amerika auch erlebt. Wie, es ging darum, dass das Pferd eben das Lasso stramm hält. Und dass Karin erlebt hat, wie eine Kuh mit der Figur 8 gefangen wird. Und dann eben, und auch mit dem Lederlasso und was leicht kaputt lässt, wird die Figur 8. Das ist so für, wenn ich das jetzt sage, werden die meisten Reiter sagen, was? Mit der Figur 8? Das war so Reiterdeutsch. Fand ich cool. Komme ich jetzt nicht ja, rein. Ist egal. Das heißt, du wirfst eine 8 ins Lasso rein. Die obere Schlinge fängt das Kalb am Kopf und die untere Schlinge fängt im umgekehrten Sinne die Vorderbeine, damit das Kalb nicht gewürgt wird. Eine Riesenkunst, was manche Leute können. Ja. Egal. Es ist gesagt. War nur so Pferdedeutsch, ja. Was keiner lesen ist, wie okay. Jägerlatein. Kann kein Mensch lesen, gut. Wenn du nicht weißt, worum es geht. Damit sind wir am Ende unserer heutigen tollen Sprechstunde angekommen. Vielen lieben Dank für eure Fragen. Ihr habt es gemerkt, wir können auch aus 3 Seiten eine komplette Stunde füllen. Gar kein Problem. Haben wir nicht so durchgehetzt. Macht auch Spaß. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche bei Frag die Krischkes. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Bleibt gesund. Wiedersehen. Wiedersehen. Dann macht das mal gut. Nee. Tschüss dann.